willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Lost Paper. Ich bin immer noch dabei, dieses Cover hier zu gestalten. Ich habe ja auch gesagt, wir wollen ein Video-Tutorial von einem Junk Journal von Anfang an machen. Dementsprechend nehme ich euch natürlich auch bei den einzelnen Schritten mit. Habe mich beim letzten Video dafür entschieden, das Video zu halbieren. Oder was heißt zu halbieren? Also zu beenden, obwohl das Cover noch nicht fertig ist, um euch jetzt in diesem Video wieder mitzunehmen. Ihr wisst, gestaltet haben wir das Cover jetzt erstmal so, wie es ist. Wir haben noch nicht die Signaturen eingebunden oder die Einbindung vorbereitet. Das werde ich jetzt gleich tun. Aber bevor ich das tue, wollte ich hier einmal die Gestaltung des Innencovers abschließen und auch die Gestaltung des Außencovers noch ein bisschen fortführen und euch da in die Überlegung mit einbeziehen. So, was mache ich jetzt erstes? Ich klebe jetzt erstmal die beiden Sachen hier ein. Und dann überlege ich mir, wie ich die Signaturen einbinde und wie ich die Lochung mache. Ja, dann kann man mich schon mal die Bänder für die Signaturen reinziehen. Das wird hinterher beim Einbinden ein bisschen tricky, nur möchte ich gerne die Signaturen dann einbinden, wenn ich mit Stempeln und Stenciln soweit fertig bin oder mindestens mal den Löwenanteil davon fertig gekriegt habe. Dann hole ich mir jetzt erstmal ein Pinselchen hier und klebe hier innen einfach, hier gibt es so eine kleine Tasche an der Seite und hier eine unten. Das ist jetzt der nächste Streich. So, es gibt jetzt hier nur so ein bisschen Halt an der Seite bis unten hin. So, dann kann man sich nämlich einfach an der Stelle selbst reinpacken, was man da gern hätte. Wenn man so eine Jute einklebt, ne? Ich mache das ja auch mit Junk Journal Kleber, wenn man so eine flusige Jute einklebt, dann sollte man den Kleber so ähnlich drauf streichen, wie ich das gerade getan habe, damit man auch Erfolg hat und es kleben bleibt, wirklich ein bisschen mehr und das dann andrücken, weil sonst gehen einem einzelne Rippen oder Fäden der Jute flöten. Deswegen geht auf die ganze Seite, klebt die komplette Seite hier an. Sieht jetzt so ein bisschen weiß aus, aber dieser Journalkleber, der trocknet ja klar. Dementsprechend eigentlich kein Problem, wenn man ihn in Ruhe trocknen lässt. Danach hält er auch bombig. So, ähnlichen Spaß mache ich jetzt hier. Ein bisschen dicker auftragen, als man das vom Papier her kennt, damit einfach auch die einzelnen Fasern dran sind. So, ich habe auch im letzten Video schon mal angekündigt, dass ich ein bisschen Material gesucht und gefunden habe. Ich habe einerseits Glanzbilder gesucht und gefunden. Glanzbilder, Liebesmarken, ich weiß nicht, wie ihr es nennt. Und damit habe ich in letzter Zeit ja schon häufiger gearbeitet. Ihr erinnert euch, ich habe ja die Workbooks gemacht, da sind Glanzbilder drauf gelandet. Und ich habe auch bei ein paar Happy Mails habe ich auch wunderschöne Glanzbilder mitverwendet. Das werde ich, also diese Tradition werde ich auch fortführen, weil ich finde die schön. Und es sind echte Glanzbilder von meiner Mutter, die sie mal als Schülerin oder zu Schulzeiten mit ihren Mitschülern gesammelt und getauscht hat. Noch mit einem Grund, warum man die einfach mal benutzen kann. Das ist ein bisschen Tradition mit leben lassen. Ich werde hier gleich nochmal einen Blick werfen, ob ich einen Bildausschnitt hier voll im Griff habe. Weil in letzter Zeit hat mein Handy manchmal so ein kleines Eigenleben und geht auch gerne mal aus oder fokussiert irgendwie so, wie ich es gar nicht haben will. Das würde ich euch gerne ersparen. Huch, jetzt habe ich hier meine Strippe angeklebt. Das war aber nicht so. Du sollst frei bleiben für neue Schleifen, falls nötig. So, und jetzt einfach mal mit dem Finger ein bisschen andrücken. Das ist auch mal ganz gut. Mein Bonefolder nützt dann an der Stelle auch mal was, dass man den nutzt hier, um so eine Jute-Tasche anzukleben. Weil solange sie noch nicht richtig klebt, fusselt sie ein wenig. Und wenn sie richtig klebt, dann fusselt sie nicht mehr. Jedenfalls ist das meine Erfahrung mit diesen Jute-Teilen, von denen ich jetzt ja schon einiges verarbeitet habe. Irgendwann muss ich von dem Jute-Trip auch mal wieder runterkommen, weil sonst langweile ich euch wahrscheinlich.
Gut. Haha. Die Jute, Jute. So. Was ich jetzt machen kann, während das hier trocknet, ich kriege auf jeden Fall die Ecken hier drüber, ohne dass ich mir hier irgendwas zerstöre. Gott, ich habe noch so viel Kleber in der Form. Das heißt, ich werde Stück für Stück hier eine Ecke nach der anderen vernünftig einpassen, also wirklich drauf quetschen. Wenn ich es mir recht überlege, ich wollte nämlich hier an der Stelle, ihr seht es, wo das zusammenkommt, da wollte ich eigentlich noch was drüber setzen. Jetzt fällt mir allerdings auf, dass ich das gar nicht muss. So ist überhaupt nicht nötig, damit Gewalt irgendwas drüber helfen zu wollen. Und ich finde, die Ecke, die passt da ganz gut dran. Vielleicht setze ich da noch eine kleine Perle oder eine Halbperle in die Ecke. So, ohne die Jute, die jetzt gerade versucht zu kleben, zu beeinträchtigen, packe ich meine Buchecken da dran. Hätte ich jetzt einen glatten Untergrund bei diesen Buchecken, also wäre mein Buch ein glatter Untergrund und nicht so eine Jute-Inferno, würde ich diesen Buchecken noch einen Tropfen Kleber darunter gönnen. Aber dadurch, dass jetzt hier wirklich, das ist dick und das ist Jute und das, ich kann es richtig drauf quetschen, das ist nicht nötig, da noch irgendwie Kleber ranzupacken. Also das wird so schön und bombig halten. Muss man allerdings gucken, dass man hier keinen Faden mit hochnimmt. So, ihr seht hier vielleicht, also ich hoffe, dass ihr es seht. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich nicht mal eben zoomen kann, weil da muss ich jedes Mal für aufstehen. Also hier stehen so ein paar Pinsel hoch von der Jute, wo sie zusammenstößt. Wo, sag ich mal, die Kanten, die ich hier mit Jute belegt habe, zusammenstoßen. So, jetzt. Ich hoffe, innen funzt das. Muss man hier mal so ein bisschen, sagen wir mal, stark dran und stopfen die Jute dahinter. Dass alle Fädchen, die irgendwie hochstehen, dahinter bleiben. Die sitzt. So. Also diese großen Buchecken eignen sich wunderbar auch für etwas starre oder schwierige Cover, wo man richtig, also ich habe jetzt hier wirklich in den Ecken innen und außen doppelte Jute-Schicht, also dementsprechend muss das schon ein bisschen was reinpassen in die Buchecken. Das funktioniert, das ist, also die tun ihren Dienst. Die sind wirklich fein und toll und ich finde einfach, die machen auch echt was her. Also die sind schick. Weiß nicht, wie seht ihr das? Mögt ihr die? Ich mag die ganz arg. So. Seht ihr, hier ab und zu muss man, bevor man das festdrückt, nochmal einen Blick werfen, dass man solche kleinen Pinselchen hier mit rein organisiert. Ah, rein mit euch. Sitz nach Hause. Husch, husch ins Körbchen. Bildschirm geworfen. Ab und zu poppt da was hoch, was mir sagt, ich bin gerade offline. Kein Wunder, mein Mann arbeitet gerade am Internet. Also an unserem Internetzugang. Irgendwas umstellen, irgendwas neu machen. Dementsprechend bin ich gerade völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Keine Sorge, zu dem Zeitpunkt, wenn ich das Video hochlade, habe ich wieder Internet, weil sonst wird das ja nicht funktionieren. Logisch, logisch. So, hier ist die Jute sogar so dick, dass mir die Teile ein bisschen hochstehen. Ecken, Kringel. Aber, die gehen auch nicht wieder ab, so wie ich die drauf gequetscht habe. Da passiert mal so gar nichts.
habe jetzt, glaube ich, sogar Kleber am Unterarm. Naja. Wenn es ein schöner Basteltag gewesen sein soll, muss man die Pfoten voll Kleber haben, die Augen müssen müde sein, man muss irgendwelche Fusseln überall haben. Also irgendwie so in dem Dreh. So, hinlegen kann ich es immer noch nicht auf die Rückseite, weil der Kleber hier noch nicht trocken ist. Dann überlege ich mir hier mal kurz, was, wie ich jetzt hier weitermachen kann, ohne das Schatz wieder anzukleben. Machen wir so. So. Ich muss es einfach nur so ein bisschen hohl legen, dass es nur so an einzelnen Punkten aufkommt. Also was habe ich mir gedacht? Ich hole euch jetzt erstmal hier mit ins Boot, ins Bild. Ich gucke nochmal eben. Aufnahme läuft noch. Ist brav. Feines Ding. Ich hole euch einmal mit in meine Überlegung rein. Ich habe ganz viele Glanzbilder. Das ist eine Überlegung. Also ich würde gerne dieses Bild hier mit aufs Cover packen. Und hier in die Ecke ein Röschen. Ich überlege tatsächlich, ob ich hier noch irgendwie einen Jutestreifen mit hinpacke und oder einen Jutestreifen mit Glitzer. Aber so liegt mir das ein bisschen, ja, so ein bisschen ohne Zusammenhang. Dann würde ich auf die Seite hier nämlich ein Blumenkörbchen setzen. Das hier, das Bild, ist für das kleine Büchlein, was hier dann hinten in der Tasche wohnen darf. Und zu diesem kleinen Büchlein, jetzt muss ich noch so ein bisschen abtönen, die Blumen, weil die sind, das sieht mir viel zu kräftig. Das heißt, die werden ein bisschen abgetönt. Da ist die Frage, ob ich das nämlich einfach so mache. Und gegebenenfalls ein bisschen alte Buchseiten darunter hole. Vielleicht auch ein Streifchen Jute, aber wirklich hier sehr dezent, weil ich finde, das ist schon ganz schön jutig, das schöne Vintage Journal. Ja, auf jeden Fall brauche ich jetzt noch Buchseiten. Also jetzt kennt ihr erstmal meine Überlegung. Ich würde als nächsten Schritt, auch hier wäre die Frage, ob ich hier so einen Streifen Buchseite mit hinterpacke oder ob ich es einfach so für sich bestehen lasse. Ja, auch eine Überlegung, so zur Seite. Da, wo ich jetzt nicht weiter überlegen muss, und das Ding hier ist übrigens schon mega alt, ihr seht, das ist schon so leicht angefetzt, man macht das Ganze ja junkig. Hier, wo ich jetzt nicht weiter überlegen muss, ist, wie ordne ich meine Signaturen an. Also ich brauche 4x4 Löcher. Folgende Überlegung habe ich bei sowas immer. Erstmal nehme ich mir einen kleinen Stift, damit mache ich mir Punkte. Ich habe meine, wie heißt das Ding? Mein Geodreieck. So, und jetzt versuche ich, also ich weiß, dass mein Cover sage ich schon hier, mein feste Teil meines Buchrückens 5,5 cm hat. Mein Innenteil hier hat 4,5 cm, also das Ding. Ich könnte jetzt rechts, links jeweils 2 mm Platz lassen und da die 1, 2, 3, 4, nee, 4 Signaturen habe ich ja noch, ich habe ja nur 4. Ach ja, schlecht denken kann ich gut. Gehen wir mal auf 1, 2, 3, 4. Machen wir rechts, links einen halben Zentimeter, ne? 0,7. 1, 2, 3, 4, ja. So sieht das ganz gut aus. Also ich weiß jetzt, wie ich es mache. Das habe ich euch zwar ein bisschen abgehängt, aber sei es drum. Ich muss jetzt einmal, also was ich für mich immer festlege, wenn ich die Signaturen loche, beziehungsweise das Cover loche, um die Signaturen dann später einzubinden, und ich binde sie ein, ich nähe sie nicht ein. Die meisten von euch werden sie wahrscheinlich einnähen. Ich bin noch mehr so der Bindetyp.
So, ich mache das tatsächlich gerne, dass ich die Signaturen, also loche und auch das Coverloche und dann die offene Bindung mache. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe hier die Mitte, das ist die 0. Ne? Ich habe hier jetzt gemessen 2,5, wobei ich habe ja. Doch, ich habe 4, 4,5, also ich bin bei 2,25 ungefähr. Meine Signaturen sind 21 hoch, mein Cover ist 23 hoch. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich am besten die Löcher setze. Also 3 und bei 9 würde vermutlich Sinn machen. Bei 3 und bei 9 mache ich das. Dann werde ich möglicherweise nicht alle Blätter, die ich hier eingebunden habe, richtig gut treffen. Also zweifach oder dreifach oder vierfach. Aber manchmal bei so dünnen Buchseiten reicht dann auch, wenn man sie an einem Loch fest hat und sie ja mitgeknickt sind. So, nun haben wir ja festgestellt, dass wir vier Signaturen haben. Das heißt, wir brauchen vier Löcher. Ich gehe mal rechts, links auf. Ne, bin gar nicht in der Mitte mehr. Jetzt bin ich in der Mitte, ne? Ja. So, eins. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, ich bin jetzt, um euch mal zu erhellen, ich habe jetzt 7 mm vom Rand. Mache ich meinen ersten Punkt und zwar bei der 9 und bei der 3. Hier bei der 3 und bei der 9. Dann gehe ich von hier aus einen Zentimeter weiter. Hole mir die Punkte, die ich hier habe, wieder alle auf einer Linie. So. Müsste unten dann 1,7 raus haben. Das sieht ganz gut aus soweit. Mache ich mir hier wieder einen Punkt. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann müsste das genau aufgehen. Soll sich bisher auch schon mal ergeben haben, dass ich mich verrechnet habe. Was soll ich sagen? Fällt in der Schritt halt noch mal. Also, jetzt habe ich mir ein Cover einmal umgedreht. Dann werde ich dann gleich einen Spaß machen. Erstmal rechts, links muss der gleiche Abstand sein. Ne? Also, ihr seht hier die 10,5 und da die 10,5. Dann gehe ich hier auf die 0,7. Da, da, da. 0,7 rechts und links 10,5. Der Punkt kommt bei der 9 hin und der Punkt kommt bei der 3 hin. Auch in diese Richtung 9, also 3 und 9. Dann gehe ich auch hier wieder einen Zentimeter hoch. Das heißt, ich lege meine Zentimeterlinie und rechts, links gerade. Die Punkte, die ich gerade gemacht habe, mache wieder einen Punkt bei der 9, bei der 3, bei der 3 und bei der 9. Es könnte durchaus passieren, dass Linkshänder das Ganze andersrum machen. Das sollen sie tun. Ich bin Rechtshänder, ich kann das nicht anders. So, und jetzt sieht man, ich komme mal ein bisschen näher ran. Jetzt kommt hier eine kleine Unregelmäßigkeit, wenn ihr euch jetzt hier Punkte anguckt. Die in der Mitte sind relativ nah beieinander. Da würde ich einfach das Loch so machen, dass der schwarze Punkt am jeweils hier am linken Rand und hier am rechten Rand ist, dass die so ein bisschen rechts und links noch rücken. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Hinterher, wenn die Bänder eingebunden sind, muss man sagen, dass das gar nicht mehr viel Unterschied macht, wie nah oder nicht nah das gestanzt ist. So, ich setze jetzt meine Stanze hier auf das kleine Loch. Zack, zack, jetzt seht ihr hier.
Und so versuche ich jetzt mit einer ganz ruhigen Hand die Stanze zu bemühen. Jetzt habe ich hier ein bisschen Taschentuchparty. Nein, ich will keine Werbung für Taschentücher machen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe diese Box hier, um mir immer mal wieder ein Tüchlein rauszufischen, um meinen Pinsel zu trocknen. Mehr auch nicht. Und die sind auch nicht besonders toll. Das sind ganz einfache Taschentücher. Falls jemand fragen sollte. So, die Zange kann schon mal weggehen. Eckenstanze ist auch im Weg. Kirsch darf nicht umkippen, kommt nicht gut. Und jetzt geht's los. Okay. Taschentuchbox ist auch im Weg. Ich brauche Platz. Ich hatte ja gerade davon gesprochen, dass ich versuche, hier recht. Und ihr könnt jetzt natürlich nicht so gut sehen wie ich. Ach je. Wisst ihr, was ich mache? Also ich mache jetzt wirklich die Löcher hier so rein. Ich mache das heute anders. Ich bin gerade so ein bisschen, dadurch, dass das Cover hier so dick ist, kann ich nicht mehr richtig gucken. Also, ich sehe nicht, was ich da stanze oder loche. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach meinen Piekser. So, und hier mache ich jetzt das, was ich gerade angekündigt habe. Jetzt auf die innere Seite des Lochs. Und auch hier gehe ich auf die... Sag mal. Ach, so. Seht ihr das? Ich habe es jetzt einfach so ein bisschen egalisiert, falls man das so nennen darf. Bei so einer Aktion solltet ihr immer gut auf eure Finger aufpassen. Liebe Kinder, man kann sich mit den Dingen verletzen. Ja, ohne Scheiß, die sind richtig spitz. Jetzt habe ich da gerade Kleber dran geschmiert, weil der Cover noch nicht ganz trocken ist. Das ist nicht so schlimm, wenn man das gleich unter fließend Wasser wieder abzieht. Das Kleber. Aber ihr seht, wir sind... nee, sieht man nicht. Zwischen Junk Journal Kleber und Klebeband Kleber. Geht aber auch mit Alkohol wieder ab, ne? Also, auch wenn ihr, sag ich mal, hier reinen Alkohol habt zum irgendwas verdünnen. Also ein Verdünner oder Nagellackentferner oder... Weiß ich nicht, ich habe hier irgendwo noch Terpentin rumstehen. Wenn man sowas hat, dann kriegt man, egal welches Metall, auch wieder sauber. Nur beschichtete Sachen sollte man lassen. Ja, das kommt nicht gut. So, immer schön die Fingerchen heile lassen. So, im Geiste bin ich die ganze Zeit immer noch dabei, hier meine Glanzbildchen irgendwie zu untermalen. Ich glaube tatsächlich hier altdeutsche Schrift, schönes altes Buch, ein Goethebuch oder sowas habe ich bestimmt noch. Dann wird das schon, ouch, das war jetzt mein Finger. Ich finde, hier ist nämlich noch von Junk Journal noch ein bisschen wenig Schrift drauf. Findet ihr das nicht auch? Ihr könnt gerade nicht antworten, aber ich stelle mir jetzt einfach vor, wie ihr alle virtuell nickt. Gut, wichtig ist, dieses Junk Journal wird niemals auseinanderfallen. So, und ich überlege auch, nächste Überlegung, und es ist auch wichtig, dass man sich diese Überlegung macht, bevor man hier die Strippen reinzieht. Ich habe ja gerade so großspurig gesagt, wir ziehen hier gleich die Strippen rein und bla und alles wird gut. Ne, ich muss das nochmal revidieren. Und zwar kam mir gerade der Gedanke, Mensch, ich würde ganz gern hier nochmal mit Mod Podge drüber gehen, um dieses Journal wirklich mega haltbar zu machen. Also es wird nicht so haltbar sein, dass es mit in die Badewanne genommen werden kann und dort reinfallen kann. Das wird nicht funktionieren. Aber ich sollte wenigstens davor
geschützt sein, dass man irgendwas draufkleckert und man darf es in die Handtasche mitnehmen, ohne dass es zerfleddert ankommt. Das ist mein Anspruch an, ich mache ein Journal für Nutzung. Wisst ihr? Dementsprechend werde ich hier, nachdem ich die Löcher gebohrt habe, eine Mod Podge-Schicht drauf machen. Ich glaube tatsächlich, dass ich hier die Blume schon mal aufklebe, weil, oder? Hatte ich da Schrift? Ne, da muss ich erstmal die Schrift drunter setzen. Also, um euch einmal abzuholen, was ist ein Mod Podge? Kann man das essen? Weiß ja nicht jeder. Also Mod Podge ist eigentlich die Firma und es gibt verschiedene Sorten von Kleber oder Versiegelung. Also das ist beides irgendwie. Es gibt mit Antik Anstrich sozusagen, also dass das Ganze nochmal so eine antike Note bekommt, wie so ein vergilbtes Buch. Den liebe ich ja persönlich und der würde hierzu auch sehr gut passen. Deswegen werde ich ihn dafür auch nehmen. So. Und dann gibt es einfach, gibt zum Beispiel auch einen Garten-Mod-Podge, also den man auch für Outdoor, aber nicht im Regenbereich einsetzen kann. Und dann gibt es den ganz normalen Mod-Podge, also normalen, also den man meistens benutzt, das ist der Hardcoat. Und der versiegelt einfach nochmal richtig gut. So, und der macht das Cover insgesamt widerstandsfähiger. So, und den würde ich hier ganz gerne einsetzen. Allerdings ist immer die Frage, wann setzt man ihn ein? Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Bild drauf packe, die Rosen mit dazu und das Ganze einfach nur auf ein bisschen. Sag schon, altdeutsches Schriftpapier zum Beispiel, das so ein bisschen rundherum fetze, dann würde ich den Mod Podge mit über alles, also auch über das Bild und über die Buchseite machen. Genau, so hier jetzt, wenn ich das hier drauf packe und das so standalone ist, würde ich das komplett mit Mod Podge einkleistern. Ich würde aber nicht den Stoff einkleistern, ich würde wirklich nur das Papier damit bepinseln. Wenn ich jetzt hier noch so Buchseite drunter mache, würde ich das auch tun. Wenn ich jetzt allerdings hier noch ein Stück Jute irgendwie mit reinzauber, dann ist das ein bisschen schwieriger, weil Mod Podge nämlich das Ganze ein bisschen glänzend macht. Ein Mühe. Und wenn Mod Podge auf Papier ein bisschen glänzend macht, das ist eine Sache. Ich wollte so ungern glänzende Jute hier an der Stelle haben. Vielleicht sollte ich mir noch so ein Stückchen davon holen und das zum Schluss nochmal hier drauf kleben. Und hier einfach eine Buchseite nehmen. Weil Jute haben wir tatsächlich genug. Ja. Das ist meine Überlegung. Was schön ist, wenn ich dieses Mod Podge mit dem Vintage oder Antique heißt das sogar. Es ist nicht Vintage, es ist Antique. Wenn ich das benutze, dann dämpfe ich gleich meine Glanzbildchen hier so ein bisschen ab und hole die in eine Farbfamilie rein. Ich hole mal eben meine Materialien beisammen. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein Stückchen davon. Und ich brauche eine Buchseite oder zwei oder drei. Und dort Mod Podge gedöns. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, zurück mit Material. Einmal hätten wir das Schatzi. An der Stelle Mod Podge nicht schütteln. Maximal leicht vorsichtig rühren, dass es keine Blasen schlägt. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. So, ich habe hier drei in oder Kaffee gefärbte, wirklich olle Buchseiten. Wirklich oll. Ihr hört es knistern. Ich glaube, ich möchte hier so ein Fetzen erstellen, so also hinter dem Blumenherzchen vorkommt. Ich bin heute ein bisschen sequenziell im Denken und Sprechen. So, also wenn ich mir das jetzt hier so könnte ich natürlich auch hier über die anzuziehen, aber ist eigentlich nicht so schön. Mach es hier unten ein bisschen kürzer. Machen wir es hier unten einfach ein bisschen kürzer, setzen das hier so drauf.
Zack. Machen das ein bisschen schief. Also der Strauß sollte schon in der Mitte sein. Das muss nicht zwingend, also die Buchseite muss nicht unbedingt in die Mitte, obwohl ich ein bisschen schief sein soll. Wenn ich den Blumenstrauß hier so vermittle, das gefällt mir an und für sich ganz gut. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier noch so eine kleine Blume irgendwie ausstanze oder was aus dem Papier. Alternativ vielleicht mache ich jetzt einfach mal so ein Tüdelü Freihand. Soll nicht immer gestanzt sein, ne? So, und wenn ich jetzt hier das hinpacke, das umrande ich jetzt nur einfach so ein bisschen, also des Tresses. Und dann nehme ich ein kleineres Dingens. Und mache das tatsächlich im Vintage-Stil. Oder wisst ihr was? Ich setze einfach eine Halbperle drauf. Habe ich nämlich gerade welche bekommen. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Höchst erfolgreich. Funktioniert, sind angekommen. Ich glaube, die klebe ich erst aufs Papier und dann reiße ich drumherum. Ja, mache ich so. So, was ich auch da, du kommst da noch mit drauf, das ist prima. Was mir hier an der Stelle noch wichtig ist, ist Distressen. Ich habe eben schon gesehen, dass das Video schon wieder, Alter, ich kriege, also kurz fassen, ne? Das ist was für Anfänger. Ne, ich glaube eher was für Meister. Ich krieg's nicht hin, dass ich mal kurz und knapp und zügig euch ein Video mache. Andererseits habe ich euch ja auch mit dieser Videoserie versprochen, ich nehme euch mit, eigentlich bei so gut wie jedem Arbeitsschritt. Was soll denn? Mein Video spinnt, beziehungsweise mein Handy gibt beim Filmen auf. Dann bleibe ich euch tatsächlich hier und da mal was schuldig. Das kann man auch nicht nachdrehen oder nachfilmen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Die Sache ist gebastelt, der Drops ist gelutscht. Und dementsprechend, ja, werde ich euch bei so gut wie allen Sachen mitnehmen, sofern es mir dann möglich ist. So, das packe ich jetzt hier rüber. Fetzen. Ja, also auch diese Clusterbildung, ne? Man muss nicht immer... muss nicht immer alles irgendwie fünfmal stapeln, finde ich. So, achso, genau. Ich wollte jetzt das Foto einmal kurz ein bisschen distressen, dass wenigstens die Ränder so ein Müh dunkler sind als der Rest. Zack. Kennt ihr das auch, dass man langsamer anfängt oder langsamer spricht, wenn man überlegt? Das ist heute meiner Meinung nach recht extrem bei mir, dass ich anfange, langsamer zu werden oder aufhöre, vernünftige Gesprächsgeschwindigkeit zu haben, wenn ich gerade dabei bin, mich zu konzentrieren auf eine Klebeaufgabe oder Distressaufgabe. Dadurch, dass ich mir ja die Aufgaben selber stelle, bin ich auch selber schuld und muss hier einfach durch. So. Ich bin so happy darüber, dass ich so viele tolle alte Fotos hier gefunden habe, beziehungsweise in einer alten Scheune bei einem Freund gefunden habe. Der hat ein Haus gekauft oder einen Hof gekauft mitsamt einer alten Scheune und Inhalt. Voll gut. Voll gut auch deswegen, weil diese alte Scheune einfach richtig coole Schätze beherbergt und ich mich da umgucken durfte. Und natürlich nicht nur umgucken, nicht nur gucken, sondern auch anfassen, habe ich mir da ein paar Sachen einfach ausgesucht und eben abgekauft. So, alte Bücher habe ich gefunden, alte Fotos habe ich gefunden, ganzen Korb voll. Und das sind nicht mal Fotos irgendwie von seiner Familie oder so, das ist alles das, was er mit diesem Haus mit erworben hat. Ich habe keine Ahnung, die sind uralt. Ich finde sie super schön. Das sind echt süße Fotos. Und ihr habt sie auch garantiert schon, falls ihr das ein oder andere Video von mir geguckt habt,
Habt ihr auch das eine oder andere dieser Fotos gefunden, gesehen, die ich auf Journals draufgeklebt habe? Ohne Rücksicht auf Verluste. Auch hier, dieses Ding ist uralt. Aber wie gesagt, das kommt von meiner Mutter aus der Schulzeit und nicht aus diesem Nachlass dort. So, jetzt kriege ich hier richtig Sonne ab. Das ist ein Traum. Hatte ich gar nicht vor, hier jetzt Sonne in meinem Video zu haben. Ich hoffe, dass ihr trotzdem noch was seht und dass das Ding jetzt nicht wie wild rum fokussieren ist. So, das darf ein bisschen trocknen, das wird dann hier so wohnen. Was ich noch dazu packen möchte, ist hier in die Ecke ein Stückchen von der Spitze, wie viel auch immer. Ich werde mir das gleich nochmal zurechtschneiden, aber es geht halt leichter, wenn man einen kleinen Abschnitt hat. Mein Gott, geh doch mal durch. Hatte ich gerade noch gesagt im letzten Video, ich wollte mit meinem Mann mal ein Wörtchen reden, ob er meine Schere schärfen kann. Das erscheint mir immer wichtiger. Wenn ich es mir so recht überlege und schaue, also richtig Kleber ist nicht dran. Das muss tatsächlich an der Schere selbst liegen. Gut. Nicht euer Problem. Ganz alleine mein Problem. So, wenn ich jetzt hier diesen Auflauf mache mit dem antiken Mod Podge und das Ganze hier auf diesem Cover verteile und verbastel, dann werde ich das auch auf dem kleinen Büchlein, was hier noch dazu kommt, werde ich das genauso tun. Das macht überhaupt keinen Sinn, eine, sag ich mal, Farbe hier für das Cover zu haben. Und da steckt ein Büchlein drin, was nicht annähernd diesen Antik-Touch hat. Ja. Also kriegt das Büchlein auch den Antik-Touch. Ich habe noch so eine Handvoll Happy Mails zu gestalten. Ich auch im Überlegen, wie ich das mache, was ich dafür nehme. Wenn das antike Mod Podge hier steht, könnte mich das vielleicht inspirieren, das irgendwie zu verwenden. So, einmal aufgesetzt, alle Ränder angedrückt. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn die Ränder irgendwie lustig abstehen. So, jetzt mal gucken. Da ist aber nicht drauf. Ist die Sonne mit. Ja. Natürlich könnte man jetzt hier noch was darunter setzen und noch was und noch was. Aber das ist nicht mein Plan, weil ich hier jetzt nicht so ein Mega-Cluster drauf packen will. Ich möchte nur ein bisschen Deko für die Tasche haben, wo das Mini-Büchlein reinkommt. Das Schöne an dem Mod Podge ist, wenn ich das Cover gleich damit einstreiche, das ist in, boah, manchmal, wenn ich das wirklich dünn mache, bin ich nach einer halben Stunde fein und durch, kann weiter basteln. Ich, ja, um da keine Schlieren mit reinzuziehen, schaue ich mal, dass ich eine Stunde Zeit lasse. Das wäre eine schöne Stunde, um was zu essen. Hunger habe ich jetzt gerade nicht. Oder mit meinen Happy Mails weiterzumachen, die hier auch gebastelt werden wollen. Da habe ich wieder ganz tolle Aktionen. Ich werde nicht jede davon filmen. Eine davon ist ein Aufräummix, wo man einfach durchschaut, was kann man selbst nicht mehr gebrauchen oder was gefällt einem vielleicht nicht so gut. Und das an eine dritte Person weitergibt. Da können ganz furchtbar oder ganz tolle Sachen als Überraschung kommen. Wichtig ist einfach, dass sie alle heile sind. Und da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Päckchen zusammengepackt. Ich bin mal gespannt, was meine Tauschpartnerin oder wie es bekommt, dazu sagt. Gut, den Teil haben wir. Du bist noch ein bisschen am Trocknen. Wir hätten jetzt noch das Cover hier. Inhalt kommen wir zur Seite. So, und auch hier bin ich jetzt im Überlegen, wie machen wir das?
packen wir das darüber und umfetzen das oder packen wir ein Fetzen so drunter. Oder mache ich einfach ein Fetzen Papier hier unter die Blume, also das Glanzbild ist vielleicht, ja doch, nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall. Blume auf Papier, auf hier Textpapier. Und danach umfetzen und danach distressen und danach aufkleben. Dann erst das Foto drauf. So viel Zeit muss sein. So, wenn ihr euch jetzt schon mal anschaut, wie viel Zeit habe ich jetzt hier in den Videos verbracht. Ein kleines Stückchen fehlt, weil da mein Akku gestreikt hat von den ganzen Bastelaktionen. Und dann guckt ihr euch mal an, wie ihr, sag ich mal, Junk Journals käuflich erwerben könnt bei Etsy und Co. Was einfach, sag ich mal, die Arbeit, die da drin steckt, niemals durch Geld aufgewertet werden könnte, weil sonst müsste so ein Junk Journal wahrscheinlich 3000 Euro kosten oder so. Und da bin ich immer total froh und happy, wenn ich sehe, dass einfach Journals verkauft werden, die auch ein paar Euro mehr kosten. Also einfach wirklich zu sagen, hey, das war richtig Arbeit. Und dementsprechend sind Menschen da, die das kaufen und es wertschätzen, dass jemand sich diese Arbeit gemacht hat. Und wirklich wertschätzen in dem Sinne, dass sie halt auch Geld entsprechend dafür ausgeben. So, ich umfetze jetzt hier dieses Bild und ich finde die Ideen zur Farbe da oben, also die Kapitelüberschrift, eigentlich sehr cool. Deswegen versuche ich hier vorsichtig Richtung ranzukommen. Nicht zu schnell. So, das Gefetze gefällt mir schon ganz gut, bis auf, dass es an meinen Fingern hängen bleibt. Ja, der Anfang hier gefällt mir noch nicht so. Ihr seht, das ist hier so noch so gerade. Ich möchte das da nicht gerade, aber das Papier ist mega, mega filigran durch das Färben. Oder mega brüchig, ich weiß gar nicht, filigran nennt man das wahrscheinlich nicht, sondern eher brüchig. Und das bricht, also das reißt schon von alleine, ich brauche da gar nicht großartig Hand anlegen. Deswegen, also lasst euch Zeit, wenn ihr solche Fetzarbeit macht. Also könnte ja sein, dass hier Menschen zugucken, die noch nicht so viele Junk Journal in ihrem Leben gecraftet haben. Wenn ihr so ein Kaffee- oder Tee-gefärbtes Papier habt, wie dieses hier, dann lasst euch um Gottes Willen Zeit beim Reißen und lasst euch auch Zeit beim Distressen. Ihr werdet gleich sehen, wenn ich das jetzt hier gleich ganz vorsichtig distresse, könnte es sein, dass mir hier das ein oder andere Malheur passiert und mir was einreißt. So, also erstmal generell haben wir das so. Das ist doch ganz schick. Mache ich das jetzt hier noch. Hier noch den Satz beende. Es gefällt mir. Jetzt benutze ich mal eben die Ecke hier als Schablone. Also ungefähr hier einen Schnitt zu machen. Ja, die Spitze scheint noch scharf zu sein. Ich werde heute Abend auf jeden Fall mal fragen, wie viel Zeit es braucht, meine Lieblingsschere zu schärfen.
dann jetzt eine Wochenwert dabei rauskommt, die sie irgendwo rumoxidiert, werde ich wohl oder übel damit leben, dass ich eine nicht scharfe Schere habe. So, jetzt lege ich das hier wieder an. Das ist hier nur so eine ungefähre Nummer, um das halbwegs brauchbar zu schnibbeln. Mal oben auf. Ich weiß nicht, habt ihr auch solche coolen Hilfsmittel? Oder cool, ich weiß gar nicht, ob das cool ist oder saudämlich, was ich hier gerade mache. Geht vielleicht auch einfacher. Sicherheit. Also irgendjemand hat bestimmt eine tolle, schlaue Idee. Dann wüsste ich davon gerne. Also mal abgesehen davon, eine scharfe Schere zu benutzen, das ist, glaube ich, die erste und beste Idee, der ich Applaus zolle. Möglicherweise ist dieses, also sagen wir, über einen rechten Winkel etwas zurechtschneiden, damit man es vernünftig aufkleben kann, ist vielleicht, gibt es da irgendwie was Einfacheres für. So. An sich ganz fein, werde ich zum Schluss aufkleben, weil nämlich sonst weiß Bescheid, also hier will ich ja nicht kein Mod Podge draufkleben. Was ich machen will, bevor ich das aufklebe, ist genauso hier einmal rum zu distressen, und ich habe recht vorsichtig gefetzt, dementsprechend sollte ich auch vorsichtig distressen, weil hier sieht man schon, da kommt schon so ein Span hoch. Hier ist auch schon eingerissen. Also das Papier ist wirklich mega, mega empfindlich, zickig. Möchte ganz schnell aufgeklebt werden, damit nicht Ungeahntes noch passiert. So, was ich jetzt hier noch gar nicht drauf verbaut habe, was ich aber, glaube ich, auch lasse, ist das Thema Gilding Wax. Ich hatte erst überlegt, ob ich Gilding Wax hier mit drauf bringe. Habe mich aber dagegen entschieden. Weil ich finde, also wirklich, ich möchte hier so ein richtig schönes, mattes Vintage-Journal haben. Das ist ein bisschen anderes Papier. Man merkt gleich, dass sich das ganz anders reißt als das eben. Da muss ich schon ein bisschen mehr Druck aufbringen, dass ich das noch kreisen kann. So, zurück zum Thema Gegenwex. Ich hatte erst überlegt, weil ich habe so schönes, tolles Gilding Wax, ob ich das hier mit draufbringe oder nicht. Aber ich möchte das Journal matt haben. Ein mattes Vintage Journal. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich die Videoreihe bei YouTube nenne. Ja, ihr seht jetzt schon Namen. Das ist jetzt schon das vierte oder fünfte Video, ich weiß. Allerdings, ein aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich drehe heute sämtliche Videos. Nein, nicht sämtliche. Natürlich nicht sämtliche. Ich werde heute garantiert nicht fertig mit dem Journal. Aber bis jetzt, bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt, den ich hier sitze und hier drin rumbastel, bis zu diesem Zeitpunkt ist noch kein Video erschienen. Ergo, es gibt auch noch keinen Namen. Ich habe nämlich heute Morgen hiermit angefangen, beziehungsweise eigentlich die Vorbereitung der Signaturen habe ich gestern angefangen. Das Cover basteln habe ich heute gemacht und habe noch nichts in Stein gemeißelt, was die Namensgebung hier angeht. Wenn ihr selber auch YouTube-Videos macht und vielleicht auch mal an einem Austausch interessiert, wie ihr das macht, dreht ihr eine komplette Serie erstmal an Videos und ladet das dann hoch und benamst es dann. Oder nicht? Oder wie? Wie macht ihr das? Also ich mache das echt so frei Schnauze. Was dann zur Folge hat, dass ich zum Beispiel jetzt gestern und heute hier mit den Videos angefangen habe. Und ja, dann irgendwie so 5-6 Stück auf einmal hochlade, den ganzen Titel und Text verpasse und dann Stück für Stück weiter bastle und immer so Chargen von 2, 3, 5, 6 Videos auf einmal dann hochlade, wenn ich ein paar beisammen habe und euch dazu dann die Geschichte erzähle. Dieses Video dürfte jetzt annähernd eine Stunde haben. Mal wieder, das ist schon ein bisschen anstrengend.
So. Also hier will ich jetzt wirklich so hochsetzen. Das ist hier mein Plan. Das gefällt mir. Ich muss echt sagen, ich bin damit zufrieden. Das hat doch schon mal was, oder? Mal mit seinem Werk zufrieden sein kann. So, also das Einstreichen mit Mod Podge. Das werde ich gleich ohne Kamera machen. Das heißt, ich werde tatsächlich euch nicht bei jedem einzelnen Oberarbeitsschritt hier irgendwie mitnehmen. Stellt euch vor, Einstreichen mit Mod Podge funktioniert genauso, wie ich jetzt hier den Junk Journal Kleber auf dem Papier verteile. Das Einzige, was ich dabei immer mir selber als Beachtung auferlegt habe, ist, dass ich die Textur schön haben möchte. Das heißt, ich streiche den Mod Podge, egal ob es jetzt das Antike oder das antike Matt ist oder das den Hardcover, streiche ich von oben nach unten, weil man die Pinselstriche sieht. Also wenn man den ein bisschen dicker aufträgt, dann sieht man die Textur des Pinsels oder der Pinselstriche. Und das mag ich immer gerne, wenn das also mal senkrecht verläuft, also von oben nach unten. Und nicht so schmatterig durcheinander oder von rechts nach links, sondern ich möchte das gerne in einer Manier haben. Und so werde ich hier meinen Mod Podge streichen. Ihr werdet das Ergebnis sehen. Gegebenenfalls, oh nein, jetzt habe ich hier mit Kleberpfoten drauf gefasst, das war nicht schlau. Gegebenenfalls werde ich euch dazu nochmal was erzählen. Das muss ich mal ein Kleberpfötchen wegmachen. Das Schöne ist, das Foto ist beschichtet. Klar, es ist ein richtiges altes Schwarz-Weiß. Und jetzt höre ich Stimmen und werde hier mein Video, glaube ich, gleich mal unterbrechen dürfen. Weil hier ab und an mal ein Besuch reinschneit. Und manchmal mag der Besuch auch gerne mit uns einen Kaffee trinken, völlig spontan. Dafür bin ich grundsätzlich immer zu haben. Und unterbreche dafür auch meine Videos. So. Ich würde sowieso sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Das Video ist schon mega lang. Also ich werde das jetzt hier schön aufkleben. Danach alles mit Mod Podge bekleistern. Und euch danach das fertige Ergebnis vorstellen. Weil sonst habt ihr hier echt ein abendfüllendes Programm, wenn ihr diese Videos in Stundenlänge oder sowas euch anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir hier ein bisschen über die Schulter zu gucken und wirklich völlig tiefenentspannt hier mit mir dieses Cover weiterzugestalten. Am nächsten Blick hier wird das Cover Mod Podge Antique auf sich haben. Ein bisschen anders aussehen vom Look and Feel. Also viel habt ihr jetzt nicht viel von, aber ich. Freue mich, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt oder vielleicht ein Like verpasst oder mich abonniert, meinen Kanal abonniert. Ja, ich sag mal so. Bis demnächst in diesem Kino.